Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Ja, und wir sind immer noch hier im Tutorial und folgen mal unseren kleinen Freunden hier. Ob er schlau genug dafür ist? Eine Nadel dagegen. Ich schätze 3. Ja, natürlich bin ich schlau genug dafür, das war jetzt auch nicht so schwer. Wäre gelacht, wenn der Herrscher der Unterwelt das nicht hinbekommen würde. Hallo? Unser Yeti-Freund. Ist die Stärkeprüfung, oh möglicher wahrer Overlord-Meister. Es ist uns gelungen, einen alten Freund von euch zu finden. Ja, das freut mich natürlich. Und auf Eis geliehen. Yetis sind relativ niedlich und äußerst zäh. Die perfekten Trainingspartner also. Oh ja. Auf eurem aktuellen Niveau könnt ihr ihn stundenlang verprügeln, ohne dass er das Geringste spürt. Ja, das ist ja toll. 1, 2, 3, 4, 5. Knödel? Ach, das ist der Knödel. Wilde, keine Ahnung von wahrer Kunst. Wir kommen. Ah. Es ist vielleicht etwas unfallig. Fixieren und senden. Jawohl. Immer schön rauf hier auf den Yeti. Ich hoffe, wir wissen das und er ist uns nachher nicht böse dafür. Ihn mit den Schergen zu erreichen. Was glänzt denn da so? Ich glaube, das sieht richtig... Ah, das könnte sogar richtig sein. Au. Ah, du. Yeti. So, wir gehen jetzt hier in Deckung. Und unsere Schergen natürlich mit. Kommt. So, und jetzt ausschwärmen. Beide Maustasten gedrückt haben. Und umzingelt und tötet ihn. Oh, nichts Gutes. Tötet ihn, aber er ist mein Freund. Glaube ich zumindest. Der gerade von uns abhauen will. Hau ab, du Biest! Sonst werd ich barsch und dreh dir kräftig in den Arsch! Nein, Knödel, wir brauchen ihn noch. Glaube ich. Hallo. Ich bin auf der Schlachtfeld mit ins Gebrüll. Ich will Schergen sichern. Hallo. Hallo. Ist da jemand? Ja, ciao, Knödel. Das hat er davon. Vermutlich werdet ihr es im Jagdrevier auf Gold. Gold. 186 Gold haben wir jetzt schon gesammelt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der ersten Folge auch schon Gold gefunden haben, aber das hat anscheinend nicht gezählt. Oh, das war kein Gold. Das kann natürlich sein. Aber eine Kiste haben wir gefunden. Und hier hat es einen Hase. Und der ist tot. Oh, aber das bringt uns nichts. Hallo, mein Freund. Ich glaube, es ist immer noch unser Kollege. Es gibt sowohl Jäger als auch Gejagte. Sammelt so viel wie möglich davon, damit ihr genügend Schergen für den Bau des dunklen Turms erhaltet. Ja, das werde ich doch tun. Ah, hier kann man noch nicht runter, aber ein paar Schergen haben schon eine Waffe oder einen Helm. Glaube ich, ja, wohl einen Helm hat einer. Hoppen. Sammeln wir Lebenskraft. Pelzige Ratten! Armes Fischlein! Stirb, du Fellknäuel! Ach ja. Zeigt ihnen, wer an der Spitze der Nahrungskette ist. Jawohl! Wir stehen an der Spitze der Nahrungskette. Wenn ihr sie sammelt, werden sie in die Unterwelt gebracht. Und ihr könnt mehr Schergen herbeirufen. Ja, das ist natürlich toll. Aber wie komme ich jetzt an die Wasser? Schergenportal für den Meister! Ah ja, das ist Schmuddelherr, ein Tunnelgräber-Scherge. Danke, Schmuddel. Können
Sie werden von eurer Verderbtheit angezogen, wie Fliegen von faulenden Kadavern. Das ist schön und gut, glaube ich. Jawohl, tötet sie alle. Sie sind unsere Feinde. Also sie sind nicht unsere Freunde, deshalb sind sie unsere Feinde und wir sind immerhin der Obdort. Wir dürfen alles. Eins Wasser. Ich weiß nicht, ob meine schwimmen können. Ich glaube eben, es gefällt ihnen nicht so. Nein, lass den Yeti in Ruhe. Wir rennen besser von dem weg. Ich glaube nicht, dass wir ihn töten können. Vor allem will ich ihn nicht töten. Vielleicht. Vielleicht wird er ja mal noch unser Freund. Ich glaube zwar nicht, nachdem wir alle Robben getötet haben, die seine Freunde sind, aber wir können es versuchen. Der gute Wille zählt. Noch mehr? Hey, wo kommt ihr denn her? Ich habe die Erlaubnis, hier zu jagen. Das ist mein Yeti. Ich habe ihn zuerst gesehen. Haut ab! Unser Freund scheint uns einen Weg gebahnt zu haben. Er ist immer noch unser Freund. Er ist ja nicht der Hellste, aber er ist doch sehr hilfreich. So, und wir werden hier alles töten, was wir finden können. Nein, 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 nicht ins Wasser. Ich glaube nämlich, dass Wasser wirklich nicht so gesund ist für sie. Ich kann ja nicht mal schwimmen, dann können die das auch nicht. Ja, alles töten. Oh, Kisten. Gold können wir sicher noch gebrauchen. Ich weiß noch nicht ganz für was. Aber ich bin mir sicher, dass wir es gebrauchen können. So. Seht euch all die Lebenskraft an. Ihr müsst einen Weg finden, dorthin zu kommen. Jetzt eine große Robbe. Ja, tot. Jawohl. Ich muss noch kurz etwas zum Video sagen oder auch sonst zu den Folgen. Ich werde jeden Tag, oder ich versuche zumindest, dass ich jeden Tag eine Folge hochladen kann. Jetzt kann es aber mal sein, dass ich nicht aufnehmen kann wegen der Arbeit oder wegen der Schule oder sonst sowas. Und dann kommt vielleicht mal keine Folge raus. Die Folgen werden immer so zwischen 10 und 15 Minuten sein und vielleicht wird auch mal eine kommen, die kürzer ist, irgendwie 8 Minuten, weil es gerade passt. Dann werde ich aber auch noch eine zweite hochladen. Also entweder kommt eine etwas längere oder dann kommen zwei etwas kürzere Folgen. Und ich versuche natürlich jeden Tag eine Folge Overlord 2 hochzuladen. So, aber jetzt werden hier erstmal alles schön zerstören, wie es sich gehört. Für den richtigen Overlord. Hier ist noch zu. Da müssen wir wohl erst die Robben dorthin auch noch erwischen. Und da ist ein Inuit. Man sagt ja Inuit. Ich glaube zumindest, dass man Inuit sagt. Rad betätigen. Ja, erst nochmal alle auf Wölfe. Noch mehr Schergen. Okay, ich kann nicht mehr Schergen haben. Und da ist eine Brücke entstanden. Das müssen wir doch gleich mal aus und besuchen mal unsere... Was ist das? Was zur Hölle ist das denn hier? Mit Blümchen? Was glaubt ihr, dass ihr tut? Beendet sofort dieses barbarische Gemetzel! Ich bin Florian Grünherz und dies sind die Soldaten des Heiligtums, tapfere Wächter der Heiligtümer und aller Wesen der Magie und Natur. Was sind Soldaten? Die Flauschigen sind unsere Freunde. Was sind das denn für welche? Die nerven mich jetzt schon. Die werde ich mit Freude töten. Die anderen mache ich einfach, weil ich der Overlord bin, aber bei
den hier freut es mich wirklich, sie zu töten. Oh ja, wir werden Lebenskraft sammeln. Keine Sorgen. Oh ja. Es ist zu flauschig. Wir müssen es töten. Oh. Ja, da kommen wieder diese verdammten Elfen. Aber zumindest sind Elfen, die sehen so aus. Er hat eine Rose gegeben. Unser Freund scheint uns einen Weg gebahnt zu haben. Jawohl, er ist immer noch unser Freund. Ich hab's gesagt. Wir brauchen... Vielleicht haben sie etwas in ihrem Heiligtum, das uns nützlich sein könnte. Ja, also, wenn es darum geht, die Elfen zu töten, dann bin ich immer dabei. Ich mag eigentlich Elfen sonst, aber die hier... Na, ihr habt ja gesehen, wie die drauf sind. Also, ich glaube, die sind wirklich drauf. Der Anführer zumindest. Und der geht jetzt darüber. Ah, da können nur die hin mit Wölfen. Okay. Und der eine hier ist immer noch. Das ist aber nicht so gut. Und ich sehe gerade, wir haben einen verloren, einen unserer Freunde. Und der eine kommt nicht mit. Ich glaube, das ist der dort. Oh nein, was ist wirklich nicht gut. Ah! Ich werde immer einen großen Bogen um Wasser machen. Das weiß ich jetzt schon. Also mit meinen Schiffen. Ich bin klug genug, nicht reinzugehen, aber... Ja, ich weiß nicht. Ja, jetzt fehlt mir natürlich einer. Das ist ein bisschen ungünstig. So, den einen können wir ersetzen. Maximal 15, das weiß ich mittlerweile. Und wir haben eine Stärke von 140%. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das... berechnet wird. Wahrscheinlich meine Scheren ausgerüstet sind und ja, das einfach. Ich habe das Kissen, um meine Scheren auszurüsten und Lebensenergie für mich. Ich hätte es nicht wirklich gebraucht, aber ein Overlord nimmt alles, was er bekommen kann. Hier geht's noch rauf. Was ist denn hier rauf? Noch mehr Kisten. Als die, die wir vorhin gesehen haben. Ja, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, da unsere Stärke ist auf 153 gestiegen. Das freut natürlich jeden Overlord. Ah, die machen wir doch kurz platt hier.